Hey, ja, hier ist der Snoppen. Willkommen zurück zu Prey, zur Fortsetzung des Spiels, wo wir beim letzten Mal den langen Weg zum Arboretum auf uns genommen haben, sind dafür durch die Guts geflogen und haben dort diverse Abenteuer erlebt und sind so angekommen, wo wir wollten. Und zwar im Arboretum, wo wir jetzt weitermachen. Und zwar, ja, haben wir uns ordentlich dort, schon vorbereitet für weitere Abenteuer. Die Transfer Corporation ist Weltmarktführer auf zahlreichen Gebieten, von der Medizin bis zur Katastrophe. Genau. Und sind jetzt hier angekommen, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, was wir überhaupt machen sollen hier. Weil das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf. Genau, wir wollten einen anderen Weg finden. Das ganze Aufgabe, die ganze Hauptaufgabe hieß ja Umweg. Wir suchen irgendwie einen Umweg, irgendeinen Weg, wohin auch immer. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Deswegen bin ich gerade nicht so auf dem Laufenden. Ich weiß aber, dass wir beim letzten Mal auch diverse Nebenaufgaben auch mal wieder erfüllt haben zur Abwechslung. Am Anfang vor allem. Da haben wir ja ein Experiment gesehen mit einem Menschen, mit einem Lebendigen, den wir gerettet haben. Wir haben uns dafür entschieden, ihn zu retten, statt umzubringen. Obwohl wir eben Angst angejagt haben, das weiß ich noch, aber ja, haben dafür Zutritt zur Waffenkammer erhalten und ähnliches. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht und wie lange das hier dauern wird, dieser Abschnitt hier. Ich habe mittlerweile überlegt, wir machen lieber abschnittsweise dieses Let's Play. Das heißt immer, weil die Hauptaufgaben sind ja ziemlich lange, deswegen machen wir wahrscheinlich eher lieber einen Abschnitt, ein Gebiet durchqueren wir und dann sind wir damit fertig. Da haben wir letztes Mal schon aufgeräumt hier. Glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben uns auch irgendwie vorbereitet schon, ne? Für alles, glaube ich, oder? Hat man noch was? Ne, Inventar mal ausgeleert. Inventar haben wir auch maximal. Größer mittlerweile, auch wenn ich mich immer noch rumärgere mit diesem automatischen Sortierung. Ich muss kurz mal schauen, wie sieht unsere Waffe aus. Da bräuchte ich mal unbedingt Kuhstrahlzellen. Haben wir die denn schon? Ich glaube noch nicht, ne? Ne, wir haben einen Reparaturkit. Haben wir glaube ich schon produziert beim letzten Mal. Ja, ich erinnere mich so langsam. Noch muss ich auch noch die Dinge wieder herstellen, die Lizenz. Ich werde jetzt mal nochmal Schrotpatronen mitnehmen. Wir haben ja genügend Zeug. So, für alle Fälle, das sollte reichen. Medikit haben wir 26, das ist auch genug. Rotzer brauchen wir nicht. Blutkanister haben wir auch genug. Munition auch für die Pistole. Bolzenwerfer. Bolzen haben wir auch 29 Stück. Das ist auch genug. EMP-Ladung nutze ich nicht. Haben wir 10 Stück, das reicht auch für meine Zwecke. Da ich nicht, ich bin nicht so ein Granatentyp. Ja gut, sind wir jetzt hier fertig. Dann müssen wir Datenzentrale. Was müssen wir machen? Ich wollte ja gucken, was wir überhaupt hier machen wollen. Ach so. Ich brauche einen Fabrikator für meinen Zündschlüssel, damit ich das Ding sprengen kann. Ach so rum war das. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja gut, okay. Gut. Das haben wir noch ein Ding an Nebenaufgaben, die wir alle vor uns haben. Wir müssen wir zum Maschinenlabor wieder zurück, zum Beispiel. Oder müssen auch sowieso zur Datenzentrale. Sind wir ja sowieso auf dem Weg dahin. Das ist auch ein Maschinenlabor gewesen. Da müssen wir noch zur Neuromotorabteilung zurück. Da kommen wir alles später nochmal wieder hin. Besatzungsquartier haben wir noch nicht gesehen. Da haben wir auch ein paar Aufgaben. Also das, darauf läuft momentan alles hinaus. Ja, Neuromotorabteilung, Maschinenlabor. Und entsprechend zur Datenzentrale im Grunde. Und zu Besatzungsquartieren, die wir noch erreichen werden. Schon am späteren Zeitpunkt. Na gut, gehen wir mal weiter und gucken mal, was wir hier so haben. Mal gucken. Was hat hier für ein Vieh? Morgan. Alles in Ordnung? Über diesen Typhon. Da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Hier sind keine Informationen darüber. Deswegen konnten wir ihn noch nicht scannen, verdammt. Okay. Wir kommen noch nie rein. Ist ja klar. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Okay. Ja, dann müssen wir wohl zu ihm hier, hä?
Wer bist du denn? Mark Seller, Otto, Zahnbastpalle und die Bananenschale. Also eine konnte er aber nur essen. Henker als Mahlzeit war eine Banane. Und nur eine, die andere wurde ihm wohl nicht gegönnt. Naja. Dann können wir hier rein. So, man weiß ja, wie das abläuft. Sie könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Gats zu fliegen. Fehlfunktion, neues Ziel! Wieder ein neues. Wieder neues Nebenziel. Fehlfunktion, untersuche den Aufzug. Der Hauptaufzug funktioniert derzeit nicht. Ich sollte herausfinden, was die Quelle dieser Störung ist, damit ich den Aufzug freigeben kann und Zugang zu weiteren Bereichen der Station erhalte. Der Grund für die Fehlfunktion des Aufzugs scheint sich im Foyer des Arboretums zu befinden. Ja, wir müssen den Aufzug so nehmen wahrscheinlich, um entsprechend zum Maschinenlabor zu kommen, zur Lobby zurück, wo wir auch noch diverse Räume haben, die wir noch nicht erreichen können. Da fehlen uns auch noch diverse Hebelkräfte und so weiter und Hacking-Fähigkeiten. Zur Lobby müssen wir so zurück, wie gesagt, um mal zu anderen Gebieten wieder zurückzukommen. Wir haben noch viel zu tun in dem Spiel hier. Ich glaube, wir sind ungefähr bei der Hälfte, glaube ich, ungefähr, aber geschätzt, also ungefähr, sag ich mal, ja. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und das kann ich noch alles hinziehen. Man weiß, wie das abläuft hier in dem Spiel. Ja, ein neues Gebiet, dann laufen wir ja wieder zurück. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Achso, ich muss jetzt hier hoch. Ah, komm her. Oh, mal Grünzeug zur Abwechslung mal. Grünzeug ist ja Geschütz. Weil, ja, wir haben auch eine Mimikraft jetzt mittlerweile. Eine Typhonkraft, so heißt es ja eigentlich. Weiß ich nicht, ob die Geschütze uns als Feind identifizieren. Keine Ahnung. Ich versuche die so minimal wie möglich zu halten, um alles zu machen, was wir brauchen. Wir brauchen, glaube ich, wenn ich gerade mal dabei bin, das war glaube ich Ende, ne? Wir brauchen, glaube ich, noch, hier, glaube ich, brauchen wir noch was. Anitas, wir brauchen das für Menschen. Wir brauchen noch Telepathie für Menschen, um Menschen zu kontrollieren, das brauchen wir noch. Das haben wir schon, das lasse ich auch so weit, mehr brauchen wir eigentlich nicht, um alles zu erreichen, wo wir rein wollen. Aber ansonsten, die anderen Fähigkeiten, glaube ich, brauche ich nicht. Gut, wir können natürlich das nehmen, auch nicht schlecht, aber ich habe gesagt, was ich machen will. Ich will noch hier die Hebelkräfte erhöhen, die Reparatur brauche ich auch nochmal. Eigentlich kann ich alles gebrauchen, was das angeht. Ja, eigentlich, drängen genommen. Ich kann alles gebrauchen. Ja, Hacking, wie gesagt, und das muss ich auch nochmal hochbringen irgendwann, aber das hat nur grundsätzlich nicht mal so eine Wichtigkeit. Als diese anderen Fähigkeiten. Damit wir alle Räume erreichen können. Darum geht es ja, ne? Darum geht's mir ja. Notiz! Formeltest genehmigt. Eintrag 165. Wir konnten die Wachstumszeit um etwa 10 Minuten pro Frucht verkürzen. Es ist bemerkenswert, wie sie quasi aus dem Nichts heraus sprießen und vor meinen Augen zu essbarer Größe und Reife heranwachsen. Zudem hat mir Dr. Kelstrup endlich ausführlichere Testreihen für den Düngermix genehmigt. Nun muss ich ihn nur noch per Fabrikator herstellen und anschließend im Sprinklersystem implementieren. Ich behalte den Fabrikatorplan bei mir. Ich habe nämlich nicht den geringsten Zweifel, dass andere die Idee gerne für sich beanspruchen würden. Dr. Julian Howard. Immer wieder eine Nebenaufgabe, jede Menge gibt's ja hier. Gartentipps, findet Dr. Julian Howard. Ich sollte über eine Sicherheitsstation nach Dr. Julian Howard suchen, um mehr über den Düngermix zu erfahren, den er im Sprinklersystem des Arboretums testen wollte. Er wirkte so aufgeregt. Das ist das Sprinklersystem, aber bringt jetzt nichts, aber den Düngermix nicht haben. Okay. Das geht nix so. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen in diesem Spiel. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Kann ich reinhacken? Ja, ein Mimic, ah!
Das ist auch fies, ne? Da denkst du, das ist ein Medikit, aber in Wirklichkeit verarscht das dich, verarscht das Ding nicht nur. Gut, mach mal die Tür auf, ne? Wir wollen den Mimik ja nicht gefangen nehmen. Muss ich, kann ich hier lang wegnehmen. War eine doofe Entscheidung, glaube ich. Ach, das schaffen wir trotzdem. Wenn ich die Tasten drücke, vorausgesetzt. So, die haben nicht mehr eingefroren. Habe ich mir nötig. Das ist echt ein gemein, ne? Wenn man sagt, so, du denkst, das ist ein Medikit. Man kann ja immerhin auch in der Lage sein, dass man den braucht. Könnte. Ne? Und dann passiert sowas. Aber wir sind ja vorbereitet. Man hört die Viecher ja auch. Die tarnen sich ja nie lautlos. Plus mit Pommes Fritz. Russische Blinis. Und sie sagt, Nagi-Nudeln. Das Kabel. Korrodierte Spule. Ja, ein bisschen Müll war hier drin, ansonsten. Sonst ist hier nichts drin, ne? Ansonsten ist ja nichts drin. Da. Alles mal seine Ordnung haben. Da. Okay. So, was haben wir hier? Der Hauptaufzug ist da hinten. Da müssen wir, wie gesagt, auch noch hin. Ah, eine Leiche. Edna Burton! Welche Stimme? Anzug-Reparatur-Kit, Bestbehandschuh, Ressacker-Ladung und Nomimeter-Munition? Gewächshaus. Aber ich komme noch nicht rein. Ich höre aber Stimmen. Sind da Leute drin? Da sind da Überlebende? Hört sich irgendwie an, als wäre die in Bedrängnis. Das klingt aber mal interessant, dass man da mal untersuchen sollte, dieses Gewächshaus. Das klingt ja tatsächlich, als wäre irgendwie ein Bedrängnis. Aber hoffentlich keine Zeit. Hoffentlich kein Zeitdruck. Zeitdruck mag ich nicht in Spielen. Ihr wisst das ja. Zumindest die mich nun jahrelang verfolgen. Gut, ist schon wieder 5 Jahre her, glaube ich, ne? Mit dem Zeitdruck, wo ich das Spiel, wo ich das wirklich gehasst habe, weil das in der Mission vorkam. Das ist wieder 5 Jahre her. Ich hab dir das Spiel noch nie gesehen. Weiß gar nicht, wovon ich rede. Wenn das so ist. Schreibt es meinetwegen mal ruhig. Mich nicht zwingen. Okay, irgendwie klingt das ein bisschen nach einer Fremdkontrollierten. Das klingt irgendwie, als wären die fremdkontrolliert irgendwie. Als wären die kontrolliert worden von den... Ich will mal Mimics sagen, aber eigentlich von den Typhons entsprechend natürlich. Oh, hier... Ist ja irgendwas, was man hier sammeln könnte? Na, hier ist nur grün, aber mal was anderes, das... Diese... Die sterile Stahlkonstruktion, die Station nennt. Das sieht doch eher nach grün aus. Mhm. Geschütze kaputt. Okay, heißt das, dass hier irgendwelche Viecher unterwegs sind? Was da liegt ist, ich meine, die ganze Station ist ja voller Typhon, aber... Ein Schachtisch! Wenn wir ja ohne Schach spielen. Oh, Rufhitte. Coole Sache. Besser hat natürlich die Munition, von die diese Teil hat. Evelyn McCarthy. Ich finde auch cool, dass irgendwie jeder hier einen Namen hat und irgendwie... Ja, viele auch von denen eine Geschichte haben, sagen wir mal so. Ja, nicht jeder, aber viele. Tja. Wollen wir das Ding hacken? Reparieren? Nee, ich weiß nicht, ob das Ding dann noch mich schießt. Gravity Utility Tunnel Loading Bay. Kommen wir wieder zurück zu dem Tunnelsystem? Ach ja, klar, ich bin ja oben durch so durch ein Ding gelaufen. Wo ist hier eigentlich, was ich eigentlich hier gesucht habe?
Glukan ist da. Da mache ich eine Menge Zeug, ne? So. Wir sind unvorsichtig hier, merke ich. Da. Was ist das denn? Was war das denn für ein Vieh? Das war ein unbekanntes Vieh. Jenny King. Ja, und die Zeithypo nehmen und. Disabter Batteriefabrikatorplan. War doch nicht schlecht. Beutzer, den habe ich noch nie gebraucht, diesen Disabter. Hat noch nie so funktioniert, wie ich mir das versprochen habe, aber. Naja. Gehen wir da hin zu dem Ding hier. Was haben wir jetzt erwischt? Es hieß nicht auf mich. Es hieß nicht auf mich. Okay. Mad Bay. Vielleicht soll ich nicht gebrauchen, aber. Wollen wir mal reingehen? Dann mal wieder Inventar mal wieder ein bisschen sortieren. Das ist da voll. Das ist schlimm in dem Spiel. Ach, ich kann auch gar keine einzelnen Reparaturkits mehr nehmen, fällt mir gerade auf. Das wird auch schon, da wird auch nicht mehr gestapelt. Auch mal 10 maximal. Warum? Ich muss zugeben, obwohl man jetzt, obwohl ich mit dem Sortier jetzt rausgekriegt habe, dass man damit auch Sachen wieder stapeln kann, verstehe ich nicht, wieso manche Sachen ich offenbar. Ich verstehe nicht, wieso ich beispielsweise. Wo sind sie denn? 27 Medkits, ja gut, die brauchen auch 4 Slots. Okay, also das ist die Frage nur erledigt. Aber warum kann ich 46 Ersatzteile mitnehmen und nur 10 Anzugreparaturkits, die größer sind? Ja, das ganze System macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, in meinen Augen, aber. Das macht überhaupt keinen Sinn, in meinen Augen, muss ich mal so sagen. Ich verstehe nicht, wieso man da weniger mitnehmen kann, da mehr, also verstehe ich nicht. Nein, ist mir zu hoch. Macht für mich keinen Sinn, wie gesagt. Aber ich wollte eigentlich nur gar nicht da drauflegen, aber ja. Naja, passt schon. So. Mal gucken, was wir hier jetzt erwartet. Okay. Okay, Viecher. Scan abgeschlossen. Ether-Phantom ist das. Ein Ether-Phantom. Was ist ein Ether-Phantom? Auszug aus der Psychotronik-Datenbank. Gebräuchliche Bezeichnung Ether-Phantom. Wissenschaftliche Bezeichnung Typhon Anthrophatasmus Psychoetericus. Es ist noch unklar, was ein Weber dazu bringt, zusätzliche Ressourcen für die Erzeugung dieser noch mächtigeren Phantoms aufzuwenden. Tests haben jedoch ergeben, dass diese Phantom-Exemplare deutlich widerstandsfähiger und gefährlicher als ihre schwächeren Artgenossen sind. Nachtrag. Besonders erwähnenswert ist das Ether-Phantom, das eine hochgiftige Partikelwolke erzeugt, die Materie zerstört. Das Phantom ist in der Lage, diese Wolke derart zu beeinflussen, dass sie für kurze Zeit eine Kopie von sich erzeugt, wie im Testprotokoll Nummer 1629-0231 dokumentiert. Bitte beachten Sie, dass die üblichen Reinigungsprozeduren, die für die Untersuchung der Phantoms erforderlich sind, im Umgang mit Ether-Phantoms erweitert werden müssen. In allen Eindämmungszellen muss die Luft ausgetauscht werden. Schwäche: Q-Strahl. Immunität: keine. Scannbare Kräfte, Doppelgänger 1, 2, Ether-Resistenz, Ether-Absorption. Q-Strahl. Na dann. Naja. Hat funktioniert, ne?
Hat funktioniert. Desaterbatterien. Typhon-Organ, Pommes-Fritz und Munition. Q-Strahl zählt mir wieder zurück, aber die, ich muss unbedingt einen Fabrikatorplan für die Dinger finden. Ich glaube, der Weber ist ja auch empfindlich gegen diese Teile, ja, gegen das Teil. Deswegen, wäre sicherlich mal hilfreich, so bald so ein Ding zu finden dafür, einen Plan, um mal ein bisschen davon zu produzieren. Wäre sicherlich eine coole Idee, ganz ehrlich, also... Der Kuhstrahl scheint mittlerweile auch ziemlich nützlich zu sein, auch. Nicht nur das Ruhfinter. Genau, ein OSP-Zielerfassung 163XF. Was heißt das denn wieder? Was ist das für ein Teil? Wollte das Inventar? Nee, doch. Was ist denn das? Erhöht die Waffenschaden gegen markierte Gegner. Ja, kann ich leider nicht benutzen. Ich glaube, in der Kampfsituation kann man dann mal jederzeit wechseln. Das ist das Gute. Hier ist irgendwo noch so ein Vieh unterwegs. Hier unten? Irgendwo ist hier noch so ein Phantom unterwegs. Nur wo? Hier ist ein Grund mit einem Kuhstrahl. Aber hier mit einer Drohne hat noch was Schuss. Aber ist das viel? Ich hab so Befürchtung nicht, so wirklich, dass das gar nicht so viel ist. Irgendwo ist ja noch einer. Und bei der Datenzentrale, natürlich, wo denn sonst? Da müssen wir ja hin. Deswegen ist da natürlich auch, wahrscheinlich auch mehr los. So klar immer, wo wir hin müssen, ist was los. Na, da brauche ich auch Hebelkraft 3, um da reinzukommen. Das ist auch wieder so ein Fall. Da muss ich eigentlich Hebelkraft 3 haben. Scheiße. Wo hätte ich mal Hebel. Oh, Hebelkraft 2 wäre auch ganz gut, aber habe ich auch nicht. Boah, immer wieder neuere Mods. Deswegen müssen wir so bald wie möglich irgendwie. In die neue Mod-Abteilung kommen. Wieder zurück, wo wir angefangen haben. Ist ja eine Weile schon wieder her. Ich will mal gucken, was ich mal hier so entgeht hier. Nur der seht halt nicht mal was. Aber. Ach komm her. Ah, du weißt was da. Da ist ein Schrankweibel, da könnte jede Menge Ersatzteile drin sein und so weiter. Würde sich glaube ich schon lohnen, reinzugehen, aber ich komme halt nie rein. Gibt's hier irgendwie. Die sind blöd eigentlich, ne? Ich kann mich auch nicht vorbeischleichen als hier, so hier als Rolle oder sowas. Oder? Nee, ich bin zu groß damit. Da ist ja vielleicht eine Möglichkeit, da irgendwie reinzuschlüpfen, aber ob das geht. Ich bin zu. Wahrscheinlich finde ich hier wahrscheinlich weit und breit kein kleines Objekt. Was klein genug wäre dafür. Das war auch mal jetzt eine kurze Idee, die ich mal so überlegt hatte. Aber es funktioniert nicht, weil keiner da ist. Weil kein Objekt da ist, was klein genug ist, um da reinzukommen mit. Ich bräuchte so eine Klorolle oder sowas, ja. Hab ich aber nicht. Okay, aber hier ist sonst gar nichts. Tag, Talos. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren ihres Terminal-Passworts. Das stimmt, aber hat sich niemand dran gehalten im Spiel. Nicht, dass ich das stören würde, aber... Okay, was ist? Das ist jetzt so ein anderer Weg jetzt hier, aber nur weil man hier hinter sein kann. Na gut.
Aha, hier auf irgendein Wasser. Was auch nur eine Illusion ist. Ja, alles eine Illusion hier in dem Spiel. Gut, da gibt es ja nichts weiter sonst zu erreichen. Gut, haben wir ja dieses extra, gefunden. Also ist es ja nicht. Komm ich jetzt hier wieder vorbei? Ach so. Okay. Sind wir hier mal fertig? Müssen jetzt die Dinge brauchen wir nicht. Das ist doch ein Medizin Operator, ja klar. Ist ja eine Med Bay, ne? Und die erfassen mich nicht. Ich könnte damit in die Lobby fahren, aber da sagt mir sofort, dass ich in die Lobby damit kann. Also haben wir jetzt wirklich den. Ausführlich. ISF nominal. Energielevel nominal. Also haben wir jetzt wirklich unterwegs zur Lobby zurück. Das ist cool. An eine Leiche, an die ich vorbeigelaufen bin. Transcribe Lily Morris. Lief alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Schmugglerring auf der Talos. Na sowas. Selbst hier haben alle Leute Dreck am Stecken. Okay, Lily Morris hat mit Eddie Force und anderen auf der Station zusammengearbeitet, um Firmengeheimnisse und Technologie zu entwenden. Von Eddie wurden auf der Talos verschiedene Abladepunkte eingerichtet, um das Diebesgut an jemanden im Frachtraum weiterzugeben, der es dann verschickt hat. Finde alle 6 Abladepunkte auf Talos 1 und nimm das dort befindliche Diebesgut an dich. Viram, wie soll ich das erkennen, frage ich mich gerade, ja? Die Sackeladung hat die bei sich. Aber wieso? Ich weiß ja gar nicht, wie ich anfangen soll. Gut, in der Lobby haben wir jetzt herausgefunden, die Information, ne? So, da ist ein Mimik da hinten rum, aber ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung. Andererseits, komm her. Andererseits, warum mal nicht, sag ich mal, ne? So. Okay, da ist wieder so ein Vieh unterwegs. Da gehe ich mal in die andere Richtung. Und wo keine Viecher höre, immer lieber. Mal gucken. Was haben wir hier? Baumname Fitzgerald für Xenospecies Ebius Americanus. Gut, dass ich von Pflanzen keine Ahnung habe. Ich bin kein Baumkussler. Kann damit nichts anfangen. Ja, Baumkussler nenne ich die. Habe ich von einem Mitstudenten diesen Begriff. Weil ich an einer FH studiert habe, da gab es ihn nämlich. Das war nämlich eher für Landschaftsarchitektur und ich war die Informatiker da, um die Paras, die es da gibt oder gab. Gibt eigentlich, ja, ne, gibt. Das gibt's ja noch. Steinfliese. Okay, wir können jetzt diese Tür aufmachen. Tür zum Verladebuch. Jetzt geht die Tür auch auf. Jetzt müssen wir nicht mehr da rumkrabbeln, wenn wir wollen. Wir können jetzt aber hier mal kurz unseren Müll abladen. Warum mal nicht, sag ich mal, ne? Ist ja gut. So. Kann ich mal diverses Zeug mal wieder loswerden. Die brauche ich, obwohl ich könnte die auch zerlegen. Warte mal. Kann ich auch zerlegen. Ja, ich brauche die nämlich nicht. Ah, kann ich einfach zerlegen. Nee, kann ich mal wegschmeißen dafür. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Am Anfang habe ich nur händeringend gesucht, die Teile. Und jetzt brauche ich sie nicht mehr. Ja, so ist das in dem Spiel, ne? So kann das laufen. Ah. So kann das laufen, sag ich mal. Ah. So, ja, ein bisschen Müll losgeworden.
Weiter geht's. Okay. So, hier eine Sicherheitsstation eigentlich, um einen Typen zu suchen. Der Hauptaufzug ist da. Wir wollen aber in die Richtung. Das heißt, wir gehen mal jetzt wieder da hoch zu dem Gewächshaus. Weil da ist ja auch mal nochmal los. Dwarf Red Cosmos. Rote Zwerg. Ach, hier eine rote Zwergaste, die man pflücken kann. Cosmos Eritranus. Naja. Ich habe von Pflanzen voll die Ahnung. Deswegen, ich fühle mich ja wie zu Hause. Ah, naja, nicht wie zu Hause. So, kann man hier ein bisschen Pflanzen suchen, ne? So, experimentelle Pflanzen. Ja, da müssen wir ja auch noch hin. Ach, hier oben ist noch ein Gebäude oben drauf. Guck mal an. So, was haben wir denn hier? Und da. Fremd kontrolliert, tatsächlich. Da sind halt irgendwelche. Irgendwie kommt das zustande. Hey, Sina! Machen Sie die Tür auf! Bitte! Was ist das denn? Teleport! Okay. Jetzt ist wohl auch einer von denen, ja? Dann gehen. Versprich, dass du mich gehen lässt. Okay. Was haben wir da? Was ist das für ein Vieh? Teleport. Auszug aus der Psychotronik-Datenbank. Gebräuchliche Bezeichnung Teleport. Wissenschaftliche Bezeichnung Typhon Psychokrates. Der Teleport zählt zu den gefährlichsten bekannten Typhon, da er in der Lage ist, Organismen und sogar Personen mit schwächerem Willen physisch zu kontrollieren. Es ist fast unmöglich, ihn für weitere Studien zu verwahren. Warnung! Bitte beachten Sie, dass nach Vorfall Nummer 1405-031-433 die Erschaffung und Verwahrung von Teleport-Exemplaren nicht länger gestattet ist. Alle Mitarbeiter, die die Psychotronik betreten, müssen zusätzlich zur normalen Sicherheitsausrüstung ein Psychoskop tragen, was wahrscheinlich ihn daran hindert, dass man dann wohl kontrolliert werden kann oder sowas. Schwächen, Explosion, Feuer, Nullwellen, Immunität, Rückstoß. Scannbare Kräfte, Psychoschock, kinetische Explosion, Gedankenkontrolle. Ich glaube, das ist das, was wir auch noch brauchen. Das ist, glaube ich, wo kann ich hier gucken? Nur da. Telepathie. Ich glaube, hier ist interessant. Ja, genau, das ist das, glaube ich, ne? Psychoschock 1. Ne, das ist es jetzt gar nicht. Du führst einen direkten physischen Angriff gegen biologische Ziele aus, verursacht 45 Schaden und neutralisiert Zielfähigkeiten für 10 Sekunden. Ja. 65%, nee, 65 Schaden und 15 Sekunden und 90 Schaden für 20 Sekunden. Und Gedankenkontrolle 1. Du zwingst biologische Gegner dazu, nicht mehr feindselig zu sein und bis zu 20 Sekunden lang für dich zu kämpfen. Befreit darüber hinaus Menschen aus der Teil von Gedankenkontrolle. Das brauchen wir für den einen Typen, der da in im Traumazentrum noch ist. Deswegen brauchen wir das auch. Da brauchen wir wieder 5 neue Mods für. 40 Sekunden lang, um mich zu schießen, und 60 Sekunden lang. Da können wir jetzt die Fernmanipulation 1 nehmen. Du nutzt deinen Geist, um entfernte Objekte zu erlangen und mit bis zu 10 Meter entfernten Geräten zu interagieren. Ja gut, könnte man noch machen, wenn man will. Wir machen jetzt noch hier. Doppelgänger 1, der vorherige neue Mod 2 sogar nur. Du bewegst dich blitzschnell bis zu 6 Meter weiter und hinterlässt einen Doppelgänger, der deine Gegner 4 Sekunden lang täuscht. Aha. Bis zu 12 Meter und 8 Sekunden lang täuscht. Dann haben wir hier noch Ätherresistenz. Du erleidest 50% weniger Schaden durch Ätherangriffe und Gefahren. Aha. Und Ätherabsorption. Du wandelst 50% des erlittenen Ätherschadens in Psi um. Kann man sich wirklich darauf spezialisieren, dann hat man wirklich wahrscheinlich so viel Zeug, man machen kann. Phantomgenesis 2, du erzeugst auf einer menschlichen Leiche ein stärkeres Phantom, das für dich kämpft. Die Art des Phantoms wird zufällig festgelegt. Er kann also auch ein Ätherphantom sein oder auch wahrscheinlich das Feuerphantom, dieses Feuervieh, was wir noch gar nicht kennen, was wir noch nicht identifiziert haben. Kinetische Explosion 3, du erzeugst eine physikalische Explosion, die bis zu 100 Schaden verursacht und alles innerhalb von 7 Metern um das Zielgebiet herum wegstößt. Naja, üble Sachen, ne?
Scan abgeschlossen. Oh, da ist fremdkontrolliert. Fremdkontrollierter Mensch. Auszug aus den Transtar-Sicherheitsaufzeichnungen. Bericht Nummer 1546. 031433. Klassifizierung Eindämmungsverletzung. Berichtender Officer Corey Richard. Zusammenfassung des Vorfalls. Ich hatte Dienst, als ich um 14.20 Uhr eine Anfrage von Dr. Hans Kelstrup erhielt, worin er mich im Untersuchungsraum um Hilfe bat. Als ich dort ankam, sah ich, wie Dr. Trevor Young mit Laborinstrumenten auf einige Typhon-Eindämmungszellen einschlug. Als ersichtlich wurde, dass er die Eindämmung zerstören wollte, war ich gezwungen, meine Taser-Pistole abzufeuern und ihn zu überwältigen. Bei der nachfolgenden Befragung von Dr. Young wirkte er sehr verstört und war sich meiner Anwesenheit nicht bewusst, außer wenn ich ihm zu nahe kam, was ihn äußerst gewalttätig werden ließ. Er wurde dem Traumateam übergeben und zu seiner und zur Sicherheit aller unter Quarantäne gestellt. Ja genau, den meinte ich. Die Menschen sind schwach gegen Glu, Nullwellen, Zysis, Betäubung, Immunität, Scammer, Kräfte, Zyklus-Schock, Gedankenkontrolle 1. Können wir mal ein bisschen scannen hier, wie ich sehe. Scan abgeschlossen. Zyklus-Schock 1 verfügbar. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Wie viele Leute sind denn da drin? Da ist noch einer irgendwo. Da ist noch einer drin, und bist ja ein mieses zwei, ne? Ja, komm da her! Gut, ich kann noch nicht rein, ich brauche ein Passwort für, was ich nicht habe. Hacking Nummer 3 bräuchte ich. Aber ob das eine gute Idee wäre. Oh ja. Den kriegen wir voll. Der läuft ein bisschen hin und her, aber. Scan abgeschlossen. Gedankenkontrolle ist verfügbar. Nein. So, was haben wir jetzt hier? Morgens Notizen. Verbindung mit dem Teil von Telepathen. Sollte nicht zu nah rangehen. Löst eine starke kinetische Explosion aus, die Zielfähigkeiten lahmlegt und sie am Ende tötet. Telepistole könnte sie lange genug ausschalten, um vorbeizuschleichen. Kann sie vielleicht irgendwie aus Teilkontrolle befreien. Er hat eine Verbindung zum Teil von Telepathen. Kann ich, wenn ich den jetzt erledige, kann ich den damit dann irgendwie... Notiz. Hilfe im Gewächshaus! Wir haben die Türen zum Gewächshaus verriegelt, aber das Ding da kann fliegen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es herausfindet, dass das Dach nicht geschlossen ist. Vor 5 Minuten hat Edna versucht, zum Gewächshaus durchzukommen, aber es hat sie erwischt. Kontrolliert sie. Sie hört einfach nicht auf zu schreien. Schreit uns an, dass sie wegbleiben sollen. Wenn wir das fliegende Ding töten, das sie infiziert hat, können wir sie vielleicht retten. Bitte, wenn sie diese Nachricht finden, helfen sie uns. Töten sie es. Denn wir werden nicht mehr wir selbst sein. Das ist tatsächlich so, wie ich das dachte. Okay, jetzt haben wir wieder Rette Rani, ne? Rette Rani. Rani und die anderen werden möglicherweise von einem Typhon kontrolliert. Wenn ich den Typhon töte, sind sie vielleicht wieder frei. Rette Rani von dem Typhon Teleporten. Was ist das Vieh jetzt hier? So, wie kann ich hier... Wie kommt... Auch das Dach ist nicht geschlossen. Man kann von oben rein. Wie kommen die denn nach oben? Und das Ding kann fliegen und ist so doof, das zu begreifen, dass es fliegen kann? Oh, guck nie nach oben. Sag, alte Display-Weisheit. ja. Wie komme ich denn da hoch? Mal so. Bitte nein! Ich will das nicht tun! Ich will nicht! Okay. Wo ist das Vieh jetzt? Wo ist das Vieh jetzt? Wo ist das Vieh? Da. Ich kann nicht. Okay, dann werden wir mal kurz schnell speichern. Ich hab doch die Tastenkombination vergessen. Also gucken wir ja nach, aber. So, wie komme ich jetzt da dran, ist die Frage. Du kannst mich nicht zwingen.
So. Na super, das war halt nicht so gedacht. Das war scheiße. Ich wurde jetzt erledigt. Das war ein voller Fehler. Ich wollte auch gar nicht runterfallen. Ich hatte was anderes vor eigentlich. Das war ein bisschen, ich hatte mit Ansage, als ich runtergefallen bin. Ich wollte irgendwie gucken, wie ich da in das Vieh rankomme. Aber wir sind ja wieder hier oben, was ich euch gespeichert, weil ich genau sowas befürchtet hatte. Bin ja ein cleveres Kerlchen. Wie mache ich das jetzt mit diesem. Wie kann ich dieses Vieh jetzt erwischen? Versprich, dass du mich gehen lässt. Ja. Das ging einfach. War zwar nicht sehr effektiv da gegen dieses Vieh, aber es war effektiver als mit der Pistole.